Unser allererstes Mal, dass wir vegan wirklich frühstücken. Dein Ernst? Das erste Mal, dass wir vegane Pizza und Burger essen. Das schmeckt nach Hähnchen. Wenn man schon sich vegan ernährt, dann müssen wir dieses Eis probieren. Wir haben es noch nie probiert. Was geht ab, meine Freunde, and welcome back zu einem weiteren Video. Ihr habt es aus dem Titel schon gelesen. Und zwar ernähren wir uns heute einen Tag vegan. Einen Tag komplett vegan. Das ist für uns ein absolut neues Game. Oh ja. Also ihr könnt genauso gespannt sein wie wir auf das Video. Also, viel Spaß bei dem Toll. Ist ja so gut und jetzt hat er es verkackt. Also, viel Spaß mit dem Video. Einen Tag vegan, Freunde. Für uns, ehrlich gesagt, ich finde das schon ein bisschen traurig, dass es für uns so fernab von allem ist. Also wir hatten echt zu kämpfen, vegane Lebensmittel zu finden, die uns zusagen. Das Video ist schon online. Erster Link unten in der Beschreibung. Unser erster veganer Einkauf könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und in diesem Video haben wir uns wirklich daran orientiert, uns vegan zu ernähren, einen ganzen Tag lang, vor allem Julie als Schwangere auch mit dabei. Das ist auch natürlich sehr, sehr interessant, ob dir das auch am Ende des Tages schmeckt. Wir wollen auf nichts verzichten. Also wir wollen unsere klassische Mahlzeiten, so wie wir sie grundsätzlich auch essen, auch weiterhin essen, bloß auf Vegan-Style. Genau, Vegan-Style. Das heißt, wir haben zahlreiche Ersatzprodukte und nehmen euch direkt mal mit zum Frühstück. So, Friends, so sieht unser erstes, das ist unser erstes veganes Frühstück, ne? Unser allererstes Mal, dass wir vegan wirklich frühstücken. Gut, wir essen ja auch sonst Lebensmittel, die von Natur aus vegan sind. Ja. Aber es ist unser erstes Frühstück, in dem wir wirklich komplett fleischlos sind. Ja, komplett fleischlos, und komplett ohne Tierprodukte. Genau, also angefangen haben wir hier vegane Schinkenspicker. Ich bin echt gespannt, ob die schmecken. Veganer Käse. Also das interessiert uns, glaube ich, am meisten. Und für mich, ich liebe ja, also ich mag keine Butter oder ähnliches. Dementsprechend veganer Aufstrich. Natürlich veganes Gemüse. Das ist auch sehr interessant. Das ist auch sehr interessant. Ich meine, Leberwurst besteht ja eigentlich only aus Fleisch. Ja, okay, das interessiert mich auch wirklich. Ich liebe ja diese Du darfst, wo natürlich Schweinefleisch drin ist, die ich sehr, sehr selten esse, muss man sagen. Ja. Hummus, falls wir da noch ein bisschen Hunger haben, ist natürlich auch sehr geil. Kennen wir ja vorher schon. Kannten wir von vorher schon. Dann hat natürlich Jodie noch ein bisschen Fruits klar gemacht hier. Äpfel und Orange. Sollten wir eh mehr essen. Genau, sollten wir eh mehr essen. Und Mandelmilch. Mandelmilch, denn es war für uns wirklich ein Krampf. Das war wirklich ein Krampf. Ja, das war echt ein Krampf. Müsli zu finden, was komplett vegan ist. Hier unten sieht man das. Und vor allem, was nicht 10 Euro gekostet hat, fast. Ja, genau. Jedes vegane andere Müsli kostet einfach ein Vermögen. Wahnsinn. Ich komme mir vor wie am ersten Schultag. So, jetzt sitzen wir hier und jetzt zeigen wir euch mal, wie es funktioniert, vegan Arme zu leben. Arme verschränkt auf den Tisch. Arme verschränkt auf den Tisch. Und zuhören. Als erstes fangen wir natürlich mit einem Brot an. Brot mit diesem veganen Aufstrich, der aus mit Mandeln rein pflanzlich milchfrei besteht. Total gutes Deutsch, wie ich merke. Tab jetzt wieder da. Riecht nach nix. Der riecht nach nix. Aber er sieht aus wie Frischkäse. Er sieht aus wie so richtig vollwertiger Frischkäse. Oh, Alter. Meine nächste Spitze. Alter. Dein Ernst? Schmeckt nach nix. Nee, schmeckt schon. Warte, es hat so einen komischen Beigeschmack, so auf ein bisschen. Rahmig. Rahmig, aber so auf möchtegern rahmig. Auf möchtegern rahmig. Er hat gerade ein neues Wort. Ja. Kurz ein Try-Test. Ganz kurzes Feedback von mir, Leute. Interessant. Also es schmeckt wirklich rahmig, aber man merkt, dass es natürlich anders schmeckt als Frischkäse. Ganz, ganz klar. Es fehlt natürlich die Milch vollkommen. Wir nutzen das mal als Untergrund. Ich nehme den Käse, Baby. Und du testest mal hier den anderen Schnack. Den Schinkenspicker. Den Schinkenspicker. So sieht der aus, Leute. Das sieht an sich aus wie Wurst. Ja, sieht aus wie Wurst. Und das sieht halt aus wie Käse. Digga, der riecht wie Käse. Der riecht wie Fuß. Riecht mal Käse. Also richtiger guter Käse riecht wie Fuß, sage ich immer. Also ich bin ja noch erkältet, ich rieche keinen Fuß. Also ich rieche Fuß. Tut nix. Wow. Na, das hast du echt? Mhm. Okay, warte, ich geb mal den Käse mehr. Das schmeckt wie Wurst. Das schmeckt wie Käse. Tauschen? Mhm. Warte, ich muss einfach kurz abhören.
Also wenn man nichts denkt, wenn man jemandem das geben würde und sagen würde, ich nimm mal. Da wüsste ich nicht. Da würde ich sagen, okay, scheiß Frischkäse. Ja. Aber ansonsten gut. Und den Käse, das merkt man nicht. Ja, das schmeckt echt wie Wurst. Mhm. Ich möchte meinen Stuhl haben. Okay. Also, man kann ganz klar dazu sagen, das schmeckt wie Fleisch. Sehr, sehr nah auf jeden Fall. Und der Spaß schmeckt wie Käse. Natürlich, es gibt zahlreiche Käsesorten außer Frage. Und der schmeckt so sehr neutral. Käse, so ultra neutral. Wie so ein Butterkäse. Genau, wie so ein Butterkäse. Also, was interessant wäre, ob der jetzt auch beim Auflauf und so normal verschmilzt. Ja, das wäre interessant, stimmt. Wenn er, ob er beim Auflauf verschmilzt, ja. Kann man machen, auf jeden Fall. Jetzt, Leute, der Oberhammer. Dieser Spaß hier. Guck mal, das sind sogar die Brüder und Schwestern vom Pommerschwer am Start hier. Krieg noch gar nichts. Da ja keine Rohwurst drin ist, weil es ist ja vegan, ja, kann ich es als Schwangere auch essen. Stimmt. Apropos, wenn ihr unseren Schwangerschaftskanal, wollte ich schon sagen, unser Abenteuer mitverfolgen wollt, checkt den ersten Link oben in der Beschreibung, da ist der Kanal verlinkt. Wisst ihr, was das Problem ist? Manchmal denkt man, dass so irgendwas vegan ist und dann guckt man rauf und da sind da so Milcherzeugnisse, Molke, irgendwas drin. Deswegen. Also bei Müsli wäre ich nicht drauf gekommen, dass es nicht vegan ist. Ja, tatsächlich, da gibt es sehr, sehr viele Varianten. Es sind nur Körner, es sind nur Haferflocken, in dem Sinne sind es aber nicht. Da wird teilweise Milch etc. untergemischt. Jetzt der Live-Geschmackstest von diesem Pommersche. Es ist schon krass. Ich muss sagen, Hut ab. Gut, die Produkte sind echt sau teuer. Also vegane Fleischersatzprodukte sind relativ teuer, muss man sagen. Aber das schmeckt, es kommt dem sehr nah. Ich glaube, wenn man es nicht wüsste, dann würde man denken, es ist eine Art Leberwurst. Aber da man es weiß, schmeckt man so ein bisschen, vor allem, weil ich ungefähr vor einer Woche erst diese gegessen habe von Du darfst oder so. Man schmeckt es ein bisschen raus. Mit diesen Produkten könnte man schon vegan leben, ohne auf den Geschmack zu verzichten. Du hast recht. Wenn man es nicht wüsste, wüsste ich nicht, dass kein Fleisch drin ist. Ja, wenn man es nicht wüsste, dann würde man denken, es ist Leberwurst. Mhm. Das ist eine geile Kombination. Ihr seid live dabei. Veganes Müsli, vegane Milch. Also ich muss ganz klar sagen, mir fehlt in der Milch dieses Milchige, ich weiß, wie kann man das nennen. Also ich schmecke es raus, dass es natürlich keine Milch ist, vielleicht bin ich die jetzt... Die Kuh in der Milch fehlt dir. Mir fehlt die Kuh in der Milch, sorry, Alter, wenn das Vegane jetzt sehen, die denken sich auch. Sorry dafür, in dem Sinne sehen wir uns dann beim Mittagessen wieder. Wir lassen es uns erstmal gut gehen. Einige Stunden später sind wir wieder hungrig und bewegen uns nun auf einen ganz speziellen Laden zu, und zwar heißt dieser Laden Freundlichst und bietet ausschließlich veganes Essen an. In solch einer Lokalität waren wir auch noch nicht. Nein. Und wir nehmen euch definitiv mal mit und zeigen euch mal, was es denn alles für vegane Kreationen auch quasi auswärts gibt. Genau. Jetzt schauen wir mal in die Karte rein und wir sind echt gespannt, denn hier gibt's Burger, Pizza, sogar den Beyond Patty, den kennt man. Ich glaube, der ist gerade mega gehypt, ne? Ich glaube, also ein Burger wird es sein, eine komplett vegane Pizza. Wir haben uns gerade erkundigt, hier gibt's, also hier ist wirklich alles Burritos vegan. Burritos gibt es auch. Burritos gibt es, also hier ist komplett alles vegan, alles was man hier bekommt. Doch einen veganen Burger komplett und eine vegane Pizza. Das hatte ich auch noch nicht. Nein. Also vor allem ohne Käse. Ohne Käse, ja. Und vor allem der Teig auch ohne Ei, ne? Also der wird ja auch dann ohne Ei zubereitet. Ja, auch genau. Ja. Also ich glaube, ich werde hier trotzdem kugeliger rauskugeln, als ich sowieso schon rumkugel. Denn wenn wir essen sind, dann schlagen wir richtig zu. Und wir essen für drei. Wenn die Tapias irgendwo hinkommen, dann fahren wir natürlich ganz groß auf. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Überragend. Also man könnte auf den ersten Blick überhaupt gar nicht erwarten, dass das vegan ist, weil man denkt natürlich, vegan bedeutet direkt so irgendwie Salat. Sieht nicht lecker aus. Ja, man hat immer so Vorurteile. Also man denkt, es ist nur grüne Pampe. Grüne Pampe. Und die liebe Katharina wird uns jetzt mal ganz kurz erklären, was wir denn hier liegen haben, denn wir können es natürlich das nicht merken. Ja, deswegen bin ich da. Also, wir fangen mal mit der Vorspeise an. Wir haben so einen kleinen Mix gemacht aus unseren Loaded Fries und da sind Loaded Nachos, kennt man jetzt nicht. Das kommt dann immer mit so einem Tomaten-Zwiebel-Salsa-Mix. Da gibt es noch Jalapenos dazu und Guacamole und ordentlich Käse und Käsesoße.
Und dann haben wir 4 Nuggets dazu getan. 4 Nuggets, weil wir auf unseren Wunsch wollten wir die unbedingt mal probieren. Vegane Nuggets. Ja. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Und die schmecken wirklich dem sehr ähnlich. Also wenn man, ja, genau. Dann haben wir hier eine Pizza, das ist die Greeky Leaks Pizza. Da ist ganz viel drauf. Eingelegte Zwiebeln, Oliven, bisschen Tofu. Da bin ich auch gespannt, wie dir das schmeckt. Mm. Tzatziki oben drauf, veganer Schmelzkäse und Blattspinat, ganz frisch. Woraus ist der Boden gemacht? Ganz normal Weizenmehl, so ein italienisches. Ja. Also keine Eier, nichts. Nee, genau. Einfach Mehl, Öl, Salz und Hefe. Krass. Und Hefe ist ja eigentlich vegan. Genau. Genau. Ja, ja. Und wir haben so eine riesige Pizzateigmaschine. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr saftig aus. Ja, sieht mega lecker aus. Ist schon groß. Gut, dass ihr die so groß angekauft habt. Und dann haben wir hier noch einen Burrito, da ist auch allerhand drin. Da sind da ist Rotkohl drin, Tomaten, da sind Falafelbällchen drin, Auberginenpaste, Auberginen und Paprika so angebraten, so ein Mix. Genau, und dann haben wir als Beilage so einen Mischmasch aus allem gemacht, was man hier als Beilage bestellen kann. Salat, Pommes und Süßkartoffelpommes. Yeah, genau, hier nochmal der Burger. Genau, das ist Aioli. Und, also wenn ihr keine Eier für eine Aioli verwenden könnt, Ölbasis. Auch kein Ölbasis, genau. Einfach, ja. Einfach Öl tatsächlich, ja. Interessant. Wird in Winterhude gemacht, also wir sind hier in Ottensen. In Winterhude haben wir einen, der die Vorbereitungsschicht macht. Das ist meistens nachts und der macht unsere Soßen. Was haben wir hier im Burger? Genau, das ist der Vitali-Burger. Und wir haben als Ausnahme oder als Upgrade das Beyond Meat Patty raufgetan. Dann ist da Schmelzkäse drauf, ein Mix aus Champignons und Zwiebeln und getrockneten Tomaten und das Dinkelbrötchen. Das ist da dabei und ganz unten Rucola. Also und an dieser Stelle vielen lieben Dank für diese Mahlzeit. Wirklich, Leute, kommt mal hier vorbei. Wir geben gleich natürlich nochmal unsere eigene Meinung dazu ab, wie das schmeckt. Live-Geschmackstest, unsere erste vegane Bestellung in einem Restaurant. Ja, genau. Und gut, Eistee und Limo haben wir genau, hier. Genau, ja. Eistee und Limo. Wir lassen es uns jetzt mal kräftig schmecken. Also ich bin echt brutal gespannt, ne? Also auf die Pizza auch, aber vor allem auch auf den Burger. Ich weiß gar nicht, was sollen wir als erstes essen, Baby? Erstmal Vorspeise. Erstmal Vorspeise, stimmt. Eigentlich erstmal Vorspeise. Guacamole kennt man. Oh. Mmh. Geil, Pommes Guacamole. Nice. Aber jetzt kommt das Allerspannendste, Leute. Vegane Chicken Nuggets. Vegan. Vegan. Ich will die Raw probieren erstmal. Stimmt. Das schmeckt nach Hähnchen. Das schmeckt nach Hähnchen. Wie komisch ist das denn? Weißt du, denkst du, okay. Käsestreifen hier im Start. Oder ist das Käse? Nee. Doch, mit Käsesoße stand auf jeden Fall drauf. Mmh. Geil. Also kann man sagen, was man will. Lecker. Ja, da ist einfach Käse drauf, Leute. Und der schmeckt käsig. Ja, das schmeckt käsig. Ich bin gespannt. Aioli vegan. Mega lecker. Also die hat so ein, es fühlt sich so an wie Aioli, welches so ein leichtes Aroma hat. Es schmeckt nicht so vollwertig Aioli, so richtig so, weißt du? Finde ich auch fast besser. Ja, also es aber schmeckt so, es schmeckt wie milde Aioli. Das würde ich sagen. Burger it in, Leute. Mit Burrito. Alter. Beim Burger muss ich ganz klar sagen, Leute. Der Burger ist lecker. Das kann man nicht anders sagen. Der ist lecker. Das schmeckt, man schmeckt jetzt nicht irgendwie was anderes raus. Für all die Nicht-Veganen, die noch nie sowas probiert haben. Der ist definitiv lecker. Aber man schmeckt natürlich, dass da kein Fleisch ist, außer Frage. Aber es ist kein Burger, wo man sagen würde, jo, den würde ich niemals essen, weil er vegan ist oder so. Also als Veganer würde ich sagen, geiler Burger. Mmh. Was sagst du zum Burger? Mega lecker. Ja? Ja. Jetzt kommt das Finale, Leute. Ach, guck mal, Lisa, das ist richtig so, als ob du Käse schneidest hier. Sieht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Als ob man richtig so einen vollwertigen Käse am Säbeln ist. So, ist. Die Pizza ist sehr dünn. Der Boden ist auf jeden Fall sehr dünn. Boah, geil. Die schmecken fast besser als so manche andere. Ja, meine erste volle, voll vegane Pizza. Das erste Mal, dass wir vegane Pizza und Burger essen. Man kennt das ja, normalerweise sind Pizzen so richtig ultra high fat. Und die liegen dann so schwer im Magen, was ja auch das Geile daran ist. Wir lieben Fett, ne? Das ist halt ein riesen Geschmacksträger. Aber die Pizza schmeckt so ein bisschen milder, so einfacher, weißt du? Das ist kein Witz, die schmeckt mir besser als normale Salami-Pizza oder so. Echt so? Ich merke schon, Jodie wird Veganerin. Ich glaube echt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr meint, dass Jodie Veganerin wird. Ja,
Food-Koma. Food-Koma, aber eins muss man dazu sagen, es war absolut lecker. Ja. Und wir haben kein Fleisch, keine Eier, kein Käse vermisst. Ich habe sogar die Pizza mitgenommen, ja. Also das sagt ja einiges. Ja, das sagt einiges aus. Die Ampel ist rot, Mensch. Die Ampel ist abschließend gesagt, Leute, wenn ihr in Hamburg seid, versucht den Laden, keine bezahlte Werbung oder sonstiges. Es hat uns wirklich dermaßen gut geschmeckt, muss ich sagen. Eine klare Empfehlung. Einige Stunden sind jetzt vergangen und für uns geht es jetzt zum Abendessen. Und zwar gibt es Salat. Was gibt es noch, Baby? Bei dir gibt es veganes Schnitzel, also Schnitzelstreifen in den Salat. Und Süßkartoffelpommes. Und bei mir gibt es zum Salat Gyrosstreifen, veganes und Reis. Hier genau, Soße, also bei mir halt so ein Tzatziki aus Sojajoghurt. Und bei dir eine Soße aus Sojajoghurt. Findest du eigentlich für fast alles einen Ersatz, auf jeden Fall für einen Joghurt. Die zwei Gerichte sind das jetzt hier. Einmal Gyrosstreifen aus Bio-Soja und einmal diese Schnitzel. Also ich bin echt gespannt, wie der Stuff hier schmeckt. Ich kann eigentlich fast nicht glauben, dass es schmeckt. Aber nach dem Besuch bei Freundlichst kann ich mir schon vorstellen, dass auch das auf irgendeine Art und Weise nach Fleisch schmecken kann. Kann, nicht zu 100%, aber kann. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Gyrosstreifen, das Schnitzel sieht aus wie ein Schnitzel von außen gesehen jetzt. Essen ist angerichtet, Leute, und ich bin echt gespannt. Natürlich Ladies first, Jodie, probier das mal, die haben gar kein Besteck da, ne? Finger. Hier, veganes Schnitzel. Sag noch nichts. Nicht triggern, ich will es selbst nochmal probieren. So, wie schmeckt dein Gyros? Es sieht auf jeden Fall schon mal aus wie Gyros. Es schmeckt auch wie Gyros. Echt? Ja. Also jetzt bin ich echt gespannt. Ich will erstmal das Schnitzel essen. Das Schnitzel sieht auch, es sieht aus wie ein Schnitzel, können wir so sagen. Es ist richtig kross, hat auch auf der Pfanne richtig wie so ein Schnitzel, halt Fett gerochen, gebratenes Fett. Mhm. Fleisch. Der Teller sieht einfach aus wie beim Dönermann. Aus wie ein veganer Döner-Teller. Ja. Abschließend, was sagst du, Baby? Also ich fand beides echt lecker. Ja, es ist beides lecker. Man vermisst das Fleisch nicht, aber man ahnt natürlich, dass es kein Fleisch ist. Nee, also wenn ich es nicht wüsste, ja, würde ich es auch nicht unbedingt Wir machen ahnen. Mal einen Test bei unserer Familie, bei Mama, bei meiner Mutter. Wir legen ihr das mal hin und sagen, und wie war das Schnitzel? Und dann wird mal sehen, was sie sagt. Jetzt kommt der spannende Teil des Tages und zwar haben wir veganes Ben & Jerry's Eis gekauft. Das mussten wir einfach probieren. Ich meine, wenn wir schon... Ja, Balkantor, kann das jetzt mal fokussieren hier bitte? So, wenn man schon sich vegan ernährt, dann müssen wir dieses Eis probieren. Wir haben es noch nie probiert, weil es einfach verflucht teuer ist. Es kostet einfach 8 Euro, aber wie man sieht hier, es ist vegan. Zusätzlich haben wir auch hier noch Gemüsechips. Da haben wir echt gesucht. Also wenn ihr dann das Foodhaul-Video noch nicht kennt, wo wir vegan einkaufen waren, erster Link oben in der Beschreibung, auf jeden Fall abchecken. Die sind auch vegan. Das war auch echt schwer. Normale Chips, Funny Fresh, sind nicht vegan. Der Beweis, Rewe Eigenmarke, vegan. Man muss ganz klar dazu sagen, man denkt ja immer, ja, vegan ist ja gesund, dies und das. Hier ist viel Gemüse drauf auf den Chips. Ne? Jetzt gucken wir auf die Nährwerte mal drauf. Wir haben hier auf 100 Gramm 507 Kalorien, also wie ganz normale herkömmliche Chips. Eigentlich mies. Die ganz normale. Komplett einfach Gemüse. Und 37 Gramm Fett. Also ihr könnt auch Funny Frisch Chips essen, wenn ihr nicht vegan seid. Das macht keinen Unterschied. Eigentlich voll die Verarsche. Gemüsechips. Ja. Kartoffeln ist doch eher. Und viele Leute denken auf einmal, vegan, vegetarisch ist voll gesund. Es kommt auch am Ende darauf an, dass ihr euch auch, wenn ihr vegan seid, ausgewogen ernährt. Wenn ihr ohne Ende sowas isst, und ohne Ende sowas, dann kommt ihr auch auf viele Kalorien, könnt zunehmen, außer Frage und ist auch nicht gesund. Ja. Acht natürlich, vor allem als Veganer, ein kleiner Tipp am Rande, achtet auf Nahrungsergänzung, weil Veganern fehlt es natürlich langfristig vor allem an B12 als Beispiel, an Eisen. Also schaut, dass ihr da ergänzt. Sieht aus wie verfaulte Blumen auf jeden Fall, Jodie hat recht, ne? Das? Ja, genau, so abgestorbene Blätter, ne? Ja, ich streue die gleich so. Also ich muss echt sagen... Herbst! Nee, bitte nicht. Nicht in unserer Wohnung, mein Schatz. Wir probieren das da Eis mal. Ich probiere es mal als erster. Er sieht natürlich aus wie ein vollwertiges Ben & Jerry's. Hat auch 229 Kalorien auf 100 Milliliter. Also zu dem Eis muss ich sagen, diese Stückchen feiere ich halt richtig. Und man schmeckt nicht raus, dass es vegan ist. Wenn man es jemandem gibt, der ganz normal Eis isst, der würde sagen,
leckeres Eis. Schmeckt so wie ein, vergleichbar wie ein mildes Ben & Jerry's. Da merke ich keinen Unterschied. Kann man essen, ne? Aber 8 Euro. 8 Euro! Ich finde schon 5 Euro teuer für so ein Ding, ne? Oder 6 Euro. Ja, das sind Cookies, das ist voll lecker. Aber 8,97 Euro. Vegane, ihr tut mir echt leid, wenn ihr darauf steht und dann halt dementsprechend kein Hacker mit. Das ist echt ätzend. Mehr zahlen müssen. Also die Süßkartoffelpommes sind geil. Diese Pastinake auch geil. Aber alles andere ist halt. Also. Mir hat das alles gut geschmeckt, abgesehen von den Chips. Aber das ist Geschmackssache. Ja. Fleisch haben wir nicht vermisst. Haben wir nicht vermisst. Geschmacklich haben wir Fleisch nicht vermisst. Und ich muss echt sagen, ich habe eine neue Lieblingspizza. Ja. Also die Pizza. Von Freundlichs. Von Freundlichs. Freundlichs. Fand ich besser als jegliche andere Pizza, die ich bisher in irgendwelchen ich fand die gut. Mit Salami oder sonst was gegessen habe. Ja, ich fand die lecker, aber ich muss sagen, nicht so wie Joe die Lieblingspizza. Finde ich schon echt krass. Das hat mich voll gefeiert. Das war so richtig schön. Ja. Ja, wie soll ich das sagen? So richtig cremig. Ja. Oh, geil. Einfach geil. Also die war geil, außer Frage. Das ganze Essen war geil. So. Ich muss sagen, das ganze vegane Essen da war top. Auch dieses Schnitzelersatzprodukt, Gyrosersatzprodukt. Man vermisst kein Fleisch, wenn man sagt, okay, man geht aus ethischen Gründen jetzt rüber vegan zu sein. Ja. Dann vermisst man das auf keinen Fall. Ne? Nee. Was man dazu sagen muss, ist sauteuer, wenn man auf Ersatzprodukte zugreift, außer Frage. Ja. Und man muss natürlich dazu sagen, es gibt natürlich, wir essen auch so Kichererbsen, Reis, Kartoffeln. Dementsprechend haben wir das jetzt nicht eingebaut, sondern wollten uns wirklich mal durchtesten. An Ersatzprodukten. Durchtesten. Weil man hat einfach immer diese Vorurteile, oh, das kann ja nicht schmecken. Ja. Und das hat, also da sind wir echt an Besserung belehrt worden. Ja. Und auch wenn wir am Ende des Tages wahrscheinlich keine Veganer werden, können wir sagen, wir sind auf jeden Fall die Vorurteile losgeworden und wir werden in Zukunft einfach darauf achten, ob jetzt wirklich Fleisch sein muss heute oder ob man vielleicht einfach auch mit einem anderen Produkt. Ja, oder einfach mal ein Magerquark mehr isst. Ja, oder mehr Gemüse. Genau. Ne? Also Gemüse essen wir sowieso viel, aber in dem Sinne halt einfach mal verzichtet auf das Steak und stattdessen einfach mal ein Skier mehr oder so, dann kommt auch auf seine Proteine oder ein Shake mehr. Ja. Und ist auch günstiger. Und was ich als Schwangere auch festgestellt habe, auch für mich persönlich sind diese Produkte wie diese Pommersche, die vegane Pommersche oder auch Wurst, muss man auch vorsichtig sein, mega die guten Alternativen. Und ballaststoffreich. Und ballaststoffreich, auch noch gut. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, Baby. Ne? In dem Sinne, hoffe ich, hat euch dieses etwas längere Video diesmal gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Wenn es wieder heißt. Food, meine Freunde. Ich glaube erstmal nichts voll Veganes. Oder vielleicht mal eine zweite Challenge. Wir werden sehen. Aus Russland kommt das nächste Video. Aus Russland kommt das nächste Video. In dem Sinne, Freunde. Ja. Bis zum nächsten Video. Ja.